Forrest und Smooth und Ice sind in einem Team, das sieht ja jetzt schon unbalanced aus. Also da müssen wir uns manchmal schimpfen. Ja, auf Arabien, super. Vielleicht haben sie versucht, sich schlecht zu reden. Macht man so ganz gerne mal. Also Forrest, gut, Smooth, Ice-T und Flippy gegen Steiny, Sefmo, Alucard und Tato. Ich weiß nicht, wie gut Steiny ist. Weiß nicht, weiß das einer von euch? Weiß ich auch nicht. Ich glaube so... Keine Ahnung. Ich glaube, er hat mal früher gestreamt, aber da konnte ich ihn auch nicht einschätzen. Okay. Und du hast das ja letztens auch gut erklärt. Das Teamgame ist momentan sehr verwaschen. Also ja, ist so, ne? Also das Rating ist nicht so aussagekräftig. Also wenn... Plebs wie ich 1800 fast sind, dann stimmt da was nicht. Ich könnte dir ein Replay zeigen, da hat einer mit mir im Ranked 2200 Rating auf Arena Bogenschützenrush gemacht, gegen zwei Mann gestorben. Okay, krass. Alright, also gucken wir ja, let's go. Gucken wir mal Position und Civ an. Womit fangen wir an? Mal gerade gucken. Forrest, Flippy sind einem Team. Heißt, Forrest ist wieder Flanke, ne? Wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, Forrest, genau. Forrest Flanke und Rot, ja. Also Forrest Flanke Rot, Malia diesmal. Gegen Alucard mit Teutonen. Eieiei. Da bin ich mal gespannt. Da wird's im Late Game. Ja gut, aber der Malia hat ja mit der Burgeinheit das Tool gegen die, ne? Ja. Mehr Angriffsbonus gegen Infanterie. Ja, das ist richtig. Forest Pocket ist Flippy, ganz solider Spieler mit Inkas. Werden wir da einen Tower Rush sehen? Denke ich nicht, ja. Na, eher Eagles vielleicht. Ja. Und dessen Gegner ist der Tator mit Kumanen. Auch keine Italiener wieder, zum zweiten Mal hintereinander, krass. Was ist da los? Was ist da los mit dem Jungen? Stiftet die Meta von Tator. Ja. Ice-T Pocket, okay, krass. Mit Slaven. Ja. Geil eigentlich. Geile Pocket. Der spielt gegen Sefmo. Ach da, ja. Ice-T auch so ziemlich weit hinten, ne? Also. Ist cool für ihn, schlecht fürs Team. Ja. Aber Smooth ist wirklich um die Ecke. Also, wenn man so sieht, es geht. Ja, Smooth ist seine Flanke mit Briten. Ist ja auch perfekt eigentlich. Ja. Gegen Bulgaren. Steini. Ah, da sehe ich den Brit vorne. Ja, denke ich auch. Und, denkst du, der Bulgare, der Steini wird mit einem Man-at-Arms Opening starten? Da also, hat Bonus drauf. Ich würde es machen, so, wenn das ein Indikator ist. Ja, ich würde es auch machen. Also, irgendwie 4 Man-at-Arms und das Upgrade kriegst du ja umsonst. Also, das bietet sich schon an, würde ich sagen. Also vier nicht vielleicht, aber so. Aber man kann sich die leisten, also. Ja, könnte man, ja, ja. Aber da musst du halt ein Goldcamp bauen bei 4. Das stimmt, ja. So musst du nur 10 Gold, genau, holen, ne? Ja. Das, da ist die Frage, lohnt sich das alles? Aber gut, es gibt ja da mehrere Nuancen in Age und so. Ja, mal gucken. Also ansonsten sieht das, glaube ich, ziemlich bitter aus mit Bulgaren gegen Briten. Wobei die haben guten, ja, Siege, die Bulgaren. Mhm. Also dann im Late Game. Achso, meinst du, für den Briten sieht das schlecht aus? Nee, für den Bulgaren sieht es schlecht aus. Ja, genau. So, ja, auch, ja. Also, wenn der dann irgendwie Castle Edge mit, keine Ahnung, was haben die? 8 Range oder so? Die Crossbows? 8 kriegen die, ja. Ja, das ist dann schon ein dicker Hund. Ja, normalerweise ist da der Counter so eine Mangel und das geht ja dann nicht gegen die Briten. Ja, richtig. Wenn Schmeiko dahinter steht. Genau. Und, vielleicht Skirms und Knights dann oder sowas, weiß ich nicht. Also du hast ja gesagt, Sefmo ist ja hier gelb und ist ja die Flanke von dem Bulgare, die Pocket. Die Pocket, genau, mit Berbern. Und der ist ja Berber. Und das, da geht es quasi darum, wie gut performt ein Ice-T, den wir ja gelobt haben, ja, mit dem Sefmo. Ja, da bin ich auch gespannt. Das finde ich auch am interessantesten, ja, eigentlich. Und da ist schon mal ein kleiner Key-Faktor. Der Sefmo kann Kamele bauen, während der das Lava das natürlich nicht kann. Ja. So Ice-T. Mal gucken. Also wenn es dann wirklich im geht, hat der Ice-T aber, glaube ich, wieder Vorteil, weil er die besten Helps im Spiel hat. Und Sefmo jetzt leider seinen Scout verliert unter Ice-T's TC. Schade. Ja, das ist der Klassiker. Auf jeden.
Catborn, ne? Wer rennt gerne mal ins TC oder. Deswegen sollten wir eigentlich immer im Team game, die Vietnamesen. Genau. Ja. Schulen. Wie bitte? Kam gerade ein Zwischenruf oder habe ich das? Es lang nach Mongolen oder sowas. Line of sight. Achso, ja gut, das würde gehen. Oder halt Vietnamesen, weil man einfach das TC sieht. So. Ja. Ice auch mit so einem übereffizienten Lumbercamp zwischen zwei Woodlines. Ja, das ist schon Next Level Gaming hier. Also der will's wissen, auf jeden Fall. Was mir nicht gefällt, ist, dass die Mühle. Ah doch, sie ist genau drei Teils vom TC weg. Ja, der macht ja alles richtig, mein Gott. Können wir gar nicht kritisieren. voll ärgerlich. Was wir kritisieren können, sind Forest Walls wieder so ein bisschen. Ja, da muss er mal ins Drilling kommen. Ja, und dass er die Schafe bzw. Truthähne irgendwie so weit vom TC wegnimmt. Das mache ich auch manchmal, aber ist eigentlich komplett dämlich, weil die kann man ja shiften. Ja, richtig, ja, genau. Da die nach und nach machen. Das ist eigentlich, kann man das trainieren und dann sollte sowas gar nicht mehr passieren. Aber ich will auch bloß noch mal für den Chat sagen, falls jetzt hier einer denkt, ey, der spielt ja selber nicht besser. Ne, ist auch richtig, aber ich sage ja bloß, was ich sehe. Also ist auch nicht böse gemeint oder so. ja, die Maps so an sich. Also Forest ist schon fast komplett gewollt, aber hat sich erstmal gegen seinen eigenen Teamkollegen abgewollt. Ah ne, Quatsch, Entschuldigung. Stimmt ja gar nicht. Der ist ja Flanke. Ne, dann ist ja alles gut. Also ich finde hier das ein bisschen interessant. Der Berber, Zetmo, geht auf Stein. Und damit wird es wahrscheinlich zum Fast Castle kommen. Dann mit Camel Archer. Genau. Ja. Das halte ich eine coole Idee, aber wenn Meta gespielt wird, also der Slave hier mit Scouts kommt, dann wird's bitter, ja. Ja. Weil ich komplett gewollt ist vor allem. Und der kommt auch mit Scouts, geworden. Also der Stable ist jetzt gleich ab von Eistee. Genau. Das gibt's ein bisschen interessanten Effekt. Momentan ist die Meta so, dass man den Stall teilweise sogar bis zu 4 Mann baut, um instant die Scouts rauszukriegen. Krass. Und das mit Pop 20. Also das Timing geht immer eher hin, man muss wallen, wenn man nicht irgendwie was macht, sonst kann man ganz schnell gepunished werden. Steiny wallt auch, wie blöder. Hat irgendwie 6 Idols gerade gehabt, jetzt keine mehr, wahrscheinlich unterm TC. Genau, er macht auch gerade Farmen. Aber er hat noch gar keine Militäreinheiten. Produziert er irgendwas? Nee. Forest geht auch Man at Arms. Mit Malia denke ich mal auch vernünftig. Ja, vernünftig, aber zu spät. Zu spät, ja, ja. Mit Malian ist ja echt gut, was man da, also Man at Arms halten die mehr Pfeile aus, dann hat man einen Archer und in der Ritterzeit kriegt man da nochmal einen guten Power Spike, weil die Universität schneller ist und die Gebäude weniger Holz kosten. Und weiß nicht, ob ihr das gerade seht, aber Steini, der wallt ja gerade ziemlich groß, aber hat noch eine kleine Lücke gelassen, da wo in der Nähe von seinem Gold. Ich hab's gesehen, ja. Und da, wo die 2 Scouts jetzt von Eistee sind. 3 Scouts. Ja. Also Eistee geht drauf. Sethmo macht Schmiedemarkt. Also wird er wirklich eine Burg dann droppen, so wie es aussieht? Ja, das finde ich immer noch kritisch. Ist riskant, ja. Eine Kaserne bauen, um einfach gegen. Also wenn ich das Eistee wäre, ich wäre sofort zur Pocket gerannt, ja. Um sowas zu verhindern, dass der FC komplett gepunished wird. Aber ist die Frage, hat Eistee das gescoutet? Er scoutet das mit der Uptime. Ja, also stimmt. Scoutet das mit, ja, da hast du recht. Ja. Und da sollte man auf jeden Fall immer einen Blick drauf werfen. Wir hatten letztens ein Teamgame, da wurde sogar geslingt und die haben es nicht verhindert und deswegen sind wir gestorben. Ah, okay. Ja, weil die Pocket den Außen geslingt und wenn man da nicht drauf achtet. Oh, Eistee hat auch 2 Idols. Jetzt können wir was kritisieren. Die Scouts machen gut Schaden. Also ja. Eistee macht gut Schaden bei ja, auf jeden Fall. Er hat jetzt die Woodline kurz lahmgelegt. Da kommt auch Smooth. Jo. Also vielleicht sollte man Alucard mal auf die Existenz von Loom hinweisen. Oh, hat er wieder keinen Loom gemacht? Nee. Shit. Bei Hideout kann ich es ja noch verstehen, weil man sagt, okay, ich will so schnell wie möglich Castle Edge gehen und dann... Eistee und Smooth zwingen jetzt sogar einen Tower hier. Ja. Steini wird ja eigentlich in Stich gelassen von seiner Pocket. Ja. Das muss man so sagen. Ja, genau, weil wenn der auch Scouts gemacht hätte oder zumindest jetzt auf Knights wäre oder so. Ja, irgendwas. Ich sag mal so, der ist jetzt Minute 15, also halb oben. Das,
geht auch manchmal schneller. Also. Ja, da gibt es einige Tutorials. Und gibt's so auf YouTube, hab ich gesehen. Okay, für Steini tut mir leid. Also er wird hier gerade absolut weggedoppelt. Ja, da kann man nichts machen. Steini ist auch raus, würde ich fast sagen. Also der hat. Ja, schwierig. Der hat kein Militär, der hat zwei Spearmänner irgendwo, glaube ich, rumstehen. Die beiden hätten sich absprechen müssen und dann hätte Steini mit 10 Villager bauen müssen. Das wäre noch eine Option gewesen. Und vielleicht nicht so weiträumig bauen. Ja. Alucard hat sich gut gewollt. Also zumindest zur Front. Hinten ist er noch ein bisschen offen. Ja. Wenn Forrest das einfach mal reinklickt, dann würde er das auch sehen. Ja. Gut, und manchmal im Eifer des Gefechts vergisst man das. Ja, das geht mir auch so oft. Dann will man halt mit dem Kopf durch die Wand, so im wahrsten Sinne. Und dann, ja. Flippy, haben wir jetzt gar nicht großartig erwähnt. Nee, ist auf dem Weg Castle, ne? Habe ich auch gerade gesehen. Genau, ja. Ist nämlich Castle. Und da ist ja der Inka gewesen, der sich mitbekommen hat. Und ich bin gespannt, was er macht. Ich glaube, der braucht gar nichts machen. Das wissen wir noch nicht. Wäre jetzt so meine. Geht Tator auf Scouts? Sehe ich das richtig? Der hat zwei Scouts irgendwie. Aus irgendeinem Grund. Ja, der baut Scouts jetzt gerade, okay. Halte ich in diesem Stage of Game fragwürdig. Bisschen spät vielleicht, ja. Genau, also normale Spieler werden jetzt schon gewollt und dann machen die Scouts gar nichts mehr. Ja. Außer vielleicht gegen Bogenschützen versuchen zu traden. Ja, das oder dass er irgendwie bei Blau aushilft, aber ist ja auch nicht der Fall. Gucken wir mal, mit den Scouts jetzt hinreitet. Ich glaube direkt und Richtung Grün. Bei Blau kämpfen Villager vom Turm gegen die Bogenschützen und dem Tower. Ja. Sind gestorben. Feels bad. Ja, sieht nicht gut aus. Der Tower ist gleich down. Ja. Oh. Jetzt gibt's hier auch wieder Völkerwanderung Richtung, ja. Richtung Westen. In den goldenen Westen. Ja. Ich kann eigentlich nur ab in den Süden, aber vielleicht muss ich umschreiben. Und ich glaube aber Tator, der geht jetzt zu Forest rein, oder? Nee, doch nicht. Der geht. Ah, da ist nicht komplett gewollt bei Grün. Der ist jetzt mit seinen Scouts tatsächlich. Hat noch was gebracht. Wird sehr auch direkt gut gepinkt. Und die Camel Archer sind jetzt draußen. Die Burg gefällt mir von Seth Moore ganz gut. Ja, das Problem ist, Camel Archer, wirst gleich sehen, die haben nur 4 plus 1 Reichweite. Ja, das ist halt nicht so gut. Ja, das stimmt. Und, ne? Gegen Briten, das. Ja. Also die haben jetzt schon die gleiche Range wie die, also die Crossbows haben jetzt schon, Archer haben jetzt schon die gleiche Range. Ja, genau. Und das ist der Punkt, ja. Und das sind halt auch viel mehr, also. Klar, Camel Archer haben gut Hitpoints und so, aber. Ja, das, ich hab mal zu spät gedacht. Ja. Das sieht ja manchmal. So, aber Tator macht noch Schaden bei Grün. Ja, das ist auch angebracht. Also es muss hier irgendwas passieren, damit das Team zurückkommt. Steini ist raus. KD 3 zu 13. Smooth KD 11 zu 1. Also ziemlich gut. Haben die gut gemacht, die beiden. Ja. Ice kann halt auch easy boomen jetzt. Der addet direkt 2 TCs. Und einen zweiten Stall. Ne, einen dritten Stall sogar. Ja. Übrigens, bei Forest am TC steht der Scout von Steini. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Und anscheinend ist das da Appeasement-Politik. Ja, auf jeden Fall. Da will keiner dem anderen auf die Füße treten. Ja, ja. Du außen, ich außen, wir beide prüfen ganz oft. Ja. Man kennt's ja. Ja. Und Forrest rastet jetzt aus, baut irgendwie 10 Kasernen und 2 Schießanlagen. Wie viele Kasernen? Wo denn? Bei sich in der Base. Musste mal schauen. Er baut auf einmal ganz viele Produktionsanlagen. Ach hier. Ja, ich sehe es gerade. Er will einfach den Gegner verwirren. Der will den Scout sehen. Lock den Scout zu den Produktionsanlagen. Oh shit. Der kriegt noch einen Will, der Scout. Nee, doch nicht. Schade. Der hätte fast noch einen Will bekommen. Der hat. Das spielt auf Forrest Sicht. Deswegen musst du mal drauf gehen. Da siehst du das. Den Wahnsinn. Ach so, ja, stimmt. Ich bin auf dem anderen Team. Deswegen sehe ich das gar nicht. Eieiei. Ja, der geht komplett all in Longswords oder was? Ja, mit Archon. Also, ja, wenn er das Gold hat, hat er das Gold. Würdest du, wenn du Berber-Teammate oder Berber an sich wärst, ja. Und du siehst, du bist gegen Briten, auf die Ginetten oder wie die auf Deutsch auch immer heißen gehen? Die Ginette würde ich machen. Ja, oder?
Ja, das ist ein ganz gutes Tool. Du kannst immer wegreiten, das ist der Vorteil. Genau. Aber sind nicht die 15% billigeren Knights Killer? Ja, ja. Eigentlich schon, aber ich glaube, über den. Also, offensiv brauchen die gerade nicht denken. Auf der Seite. Also, theoretisch solltest du als Berber auch nicht Castle into Camel Archer gehen. Nee. Also, außer der andere geht irgendwie auf Mongolen oder so. Also, aber auf Mongolen. Im Late Game sind Ginetten absolut viable. Ja. Gegen Brite vor allem. Ja. Na, und jetzt, was? Also, jetzt schon? Ich meine, nee, jetzt nicht. Nee, jetzt, nee. Eigentlich nicht, aber ja. Der Brite kommt halt mit 40 Archern. Ich meine, irgendwas muss der gegen machen. Ja, aber Ginette ist er eh nicht. Der Mange bauen. Ja, gut, stimmt. Mange wahrscheinlich besser, hast du recht, ja. Und Ginetten ist eh nicht wie der Skirmisher. Er hat einen Nachteil, die kosten Food und Food geht immer auf die Eco. Und das sollte man nicht machen. Ja, das stimmt. Die kosten auch viel, ne? Die kosten deutlich mehr als ein Skirm. Ja. Die haben ein bisschen mehr Leben und das lohnt sich nicht in Relation. Ich glaube, jetzt stirbt gleich ein TC gegen einen Bogenschützen. Habe ich so ein Gefühl, weiß ich auch nicht. Wunderbar. Was ich ein bisschen schade finde, dass Mut keine zwei TCs noch geaddet hat als Brite. Das eine kommt jetzt. Ja, okay, stimmt. Aber nur mit einem Villager, der ist sich sehr sicher anscheinend. Und er geht mit Wills nach vorne, vielleicht will er einen Siege Workshop oder so adden. Aber er hat 800 Holz, also eigentlich könnte er sich mehr als ein TC noch leisten. Steinier wollte offensiv eine Waffenschmiede bauen, ging komplett in die Hose. Ja, sehe ich auch gerade. Doubt ist immer da. Ansonsten bei Grün ist nichts los, Tato ist jetzt Castle Age, aber hat, weiß nicht, was sein Plan ist. Tato muss aktiv werden, er muss jetzt irgendwas machen. Ja, der ist ein bisschen zu passiv, das stimmt. Er könnte Knights produzieren, hat er Ressourcen? Denke ich, oder? Und, also sie sind im Voice-Chat. Es ist eindeutig so, hey, wir müssen zur Seite. Das heißt, die andere Seite muss jetzt aktiv werden, was machen. Ja. Und Flippy eventuell, sieht man schon an den Punkten. Den könnte man vielleicht ignorieren und Forest doublen oder trippeln. Ja. Und dann zum nächsten machen, zu Eistee oder sowas. Ja. Das wäre noch die Option. Ansonsten sehe ich ja schwarz. Also Tato hat 2500 Holz und 700 Gold. Wenn der einfach das Holz verkauft und Nahrung kauft, dann kann er wahrscheinlich imp gehen. Man sieht gerade, wie der Berber seine Kamelreiter wegschmeißt unten. Ja. Gegen die Snipers. Und jetzt ist auch die zwei Siege Workshops hat Smooth nach vorne gebaut. Hat auch überall Archer. Er könnte sogar mit den Archern hinter dem TC noch ein bisschen snacken. Ja. Blau baut sich neu auf, wirklich komplett neu im Westen, in der Ecke. Das finde ich gut. Das finde ich auch die einzige Option, ja. Die er überhaupt bekommt. Ja. Also wahrscheinlich auch sogar besser als zum Teammate-Rennen, weil da wird er am wenigsten gesehen, außer wenn die irgendwann Märkte bauen wollen. Option B wäre jetzt hier irgendwie noch ein Krepost oder sowas. Ja. Hat der Stein? Ja, aber sein Teammate kann ihn ja slingen, also da ist er auch frei. Ja. Also TC ist jetzt gleich weg vom Fenster. Alucard ist Castle. Und ist komplett auf Man-at-Arms auch. Was? Und Skirms. Und baut eine Castle, also wird der wohl auf Deutsch runtergehen, oder? Ich meine, wenn Forrest so hart auf Man-at-Arms und Longswords geht, dann ist es eigentlich vernünftig. Aber er hat halt noch die Archer dabei. Ja, also bei Forrest muss man einfach mal fragen, was er davor hatte mit seinen ganzen Produktionsanlagen. Das interessiert mich auch, ja. Das ist, und warum er nicht drauf geht. Also er hat ja die Army-Lead, er hat auch Eco-Lead. Ja. Geh doch drauf, Forrest. Übrigens immer noch kein Loom bei Der will's wissen, ey. Risiko. Ist es eine Challenge in Age Vampires? Kann, ja. Vielleicht sind die Steinwälle sein Loom, also. Ja. Das ja, Steinwall gibt's ein Zitat, Best Unit. Ja. Ja, das kam noch neulich. Gestern oder so? Oder vorgestern? Ja, ja. Immer. Ich erinnere mich, immer mal, ja. Stormwall, Best Unit. Eistee baut jetzt eine offensive Burg an das Hauptgold. Eieiei. Übrigens, Setten hat gerade Eistees Ritter zum Castle gelockt. Eistee verliert fast alles. Oh ja, ich seh's gerade. 4 Knights hat er noch. Genau, das war gut für Setten, ne? Ja. Was brauchen die jetzt, also die Trades? Wie ist denn der Punkteunterschied? 1000 Punkte im Teamgame ist schon übel. Vor allem zu dieser Zeit, ja. Ja. Und vor allen Dingen ist er jetzt so, also Grün spielt er ja noch gar nicht so richtig mit. Also wenn der jetzt noch Armee irgendwo hinschicken würde. Nee, Flippy ist noch passiv, vielleicht slickt er auch, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Ich guck mal in den Stats, geht das irgendwie? Kann ich die Stats gucken? Ja, da bin ich Felder dafür.
ich nee, fällt also da rein, wurde, so wurde noch keinem irgendwas Bock geschickt. Jetzt gibt's hier einen Fight. Skirms und Burg gegen Bogenschützen und die Bogenschützen gewinnen tatsächlich. Ja. Alucard hat leider auch keine Upgrades auf den Skirms. Also weder Range noch Defense oder so. Oh, und jetzt sagt ein Skirm jagt jetzt gerade 40 Bogenschützen davon. Das ist Sparta. Okay, jetzt ist er tot. Schade. Sorry, was? Das hier, das noch mal 13, 14 Dorfbewohner verloren. Sein linkes unteres Tisil. Also Richtung Z-Modus gestorben. Ja. Und eigentlich kann Team Smooth plus Ice-D einfach sagen, Z-Mod eine Burg, wir gehen einfach zu Tato und töten den. Genau, ich denke, die werden auf Z-Mod gehen jetzt. Oder warten noch, bis sie Imp sind. Ice-D ist jetzt... Ist von der Burg. Ice-D ist zur Hälfte Imp. Ja, das ist dann rum. Wie schaut denn die Villager aus? Kannst du da, hast du schon einen Blick drauf geworfen? Wills. Z-Mod hat 100. Hat auch die meisten. Gut. Ja. Ice-T hat 89, Sevmo hat aufgegeben, okay. Entweder ist der, weiß nicht, ob der gedroppt ist oder keinen Bock mehr hat der jetzt. Nee, der wird, also, er wird, also, anscheinend ist er disconnected, aber er wäre auch so tot gewesen. Ja. Also. Das ist natürlich jetzt echt, echt ärgerlich für das Team, dass der beste Spieler im Prinzip raus ist. Ja. Also, ich glaube, Sevmo hätte wirklich den auf die Casino gehen sollen. Nee, auch einfach Knights und Camels gegen. Ja, oder auch Scouts erstmal und dann. Ne? Ja. Aber schade. Also Steini hat auch für Tator, der sich die ganze Zeit aufbaut und erst jetzt irgendwie Late Cuff spammt. Ja. Auch also sehr fragwürdig. Wollte ich gerade sagen, da würde ich auch die Frage in den Raum stellen, ob das die gute, die beste Wahl ist. Ja. Vielleicht hat er wieder zu viel Nahrung. Davon hat er irgendwie 1000, 2000 zu viel Holz gehabt. Hat er immer noch 1800 Holz. Fehlt das ein oder andere DC auf jeden Fall. Na, ja, zwei jetzt, ne? Ja. Das ist halt normal, jetzt gehen auch die Knights. Ah, er geht auf Steplancer. Okay, jetzt gehen die Knights auch von. Von Ice-T zu Tator. Und ja, clearen alles. Aber wir jetzt mit den Lancern Microt. Da wird schwierig. Ja, sind ein bisschen wenig, ja. Die Ritter haben einfach, wenn man so betrachtet, die haben vier Nahkampfrüstungen und die Steplancer halt nur zwei. Ja. Und deswegen macht das der Blenzer eigentlich nicht viel. Nee, das stimmt. Ja, Tator hat auch noch Lightcap bei Ice-T, so kurz vor der Base. Ja. Die chillen da einfach, die könnten jetzt ein paar Wills killen, wenn die draufgehen. Ah, das sieht er auch, das könnte er sehen. Ja, ja, die... Naja, nee, er sieht's nicht ganz. Ja. Aber eigentlich... Aber er sieht das Goldcamp oder das Steincamp da oben. Also ja. Könnte Villager vermuten. Jetzt sieht er den Knight, da gehen die jetzt drauf. Oh, das ist auch schon Chevalier. Der killt die alle, oder? Killt die alle vier? Der wird die alle töten, ja. Na, jetzt kommt noch ein zweiter, erzählt sowieso. Ein dritter, okay. Schade. Aber unten im Süden, Steini baut ein neues TC. Er nutzt eindeutig den Lugan-Bonus aus, finde ich gut. Auf jeden Fall. Also, wer es nicht weiß, Lugan, dieses kostet nur 50 Steine. Das macht er klasse. Also, er gibt halt auch nicht auf, ne? Er hat drei TCs dann, wenn das hochkommt. Ja. Wird wenn, halt da, wenn das Spiel noch eine halbe Stunde geht, vielleicht ein Gegner disconnected und ein anderer AFK geht, dann könnte sie gewinnen. Könnte noch was draus werden. Ich weiß auch nicht, warum Forrest jetzt hier den Alucard so lange am Leben lässt. Also, da muss jetzt erst Ice-T kommen. Okay, kaum haben wir es gesagt. Das war's. Das war eindeutiger, als ich erwartet hätte. Ich glaube, das Team war zu hart in die eine Richtung gebalanced. Meinst du, dass es anders zu erwarten gewesen wäre? Also Setmo wurde mir als starker Spieler vorgestellt und Steini ist es ja auch hier nicht. Da ist er auch ich habe den so stärker in Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, dass bei Setmo die Spielentscheidung ursprünglich falsch war mit dem Castle, aber danach hat er gut gespielt, ja, gut genau. Gespielt. Also er hat, genau, das würde ich auch sagen, das ist ja auch, was du gesagt hast, Chris, dass das nicht die beste strategische Entscheidung so war, aber ansonsten hat er jetzt nicht groß irgendwie was verkackt oder so, ne? Das Problem war einfach, dadurch war halt Steini raus. Ja, genau, richtig, das hat halt viel gekostet, so. Ja. Also er hat sich selbst rausgenommen, plus Steini. Und die andere Seite, warum Alucard kein Loom macht,
das muss er unbedingt irgendwie in seine WO reinkriegen, abends ja. Mal Loom zu kriegen. Ich weiß nicht, ob man davon Minute 40 noch BO sprechen kann. Ja, man müsste hier noch ein bisschen parteiisch das rüberbringen und ja, es könnte noch Loom sein. Vielleicht sollte er vielleicht die Goten spielen, die hat das von Anfang an, oder Maya oder Chinesen, ja. Das kann ich ihnen auf den Weg geben. Da muss man es ja machen dann. Und wir müssen einfach morgen mal Forrest fragen, was hier sein Plan war mit den ganzen Produktionsanlagen, die er gar nicht unterstützen kann mit 40 Dorfwohnern. 40 Dorfwohner hat er nur. Hatte er zu dem Zeitpunkt. Ach, zu dem Zeitpunkt. Wollte gerade sagen, jetzt hat er immerhin 92 gehabt. Und ist auch schon Flippy, der gar nicht zeigen konnte, was er drauf hat. Wird einfach gechillt, sag ich ja. Der locker geboomt, ein bisschen. Eine Burg hat er gebaut. War dabei. Ja, er wollte die Trade-Route sichern fürs Late Game. Ja. Aber Chris, auf der einen Seite lobst du hier Steini, dass er den Dorfzentren-Bonus für 50 Stein ausnutzt, und auf der anderen Seite machst du hier jetzt Forest fertig, dass er den Holzbonus bei den Marian für die billigeren Produktionsanlagen. Krass. Ja, gut, wenn er das Felder anlegt. Ich lobe das Verliererteam und kritisiere das Gewinnerteam. Ja, die hätten sich noch verbessern können. Das muss man ja auch mal rausstellen. Also, und die einen baue ich auf und die anderen sage ich, hey, es geht besser. Also, pädagogisch wertvoll. Ja, also wahrscheinlich wäre das gut gewesen. So. Wahrscheinlich hätten die Kinder was gelernt. Ja. Übrigens, bei den afrikanischen Völkern wie Maya erkenne ich die Mühle immer nie. Ich denke immer, es ist ein Haus. Was? Bei den afrikanischen Völkern. Wie Malia. Ich habe verstanden, ja. Wie Maya. Da wollte ich jetzt gerade schon sagen. Vielleicht hättest du doch nicht Lehrer werden. Nee. Okay, gibt's noch eins? Also eins hätte ich noch Bock, ansonsten wäre ich dann raus. Das wäre dann auch mein letztes, wenn es noch eins gibt. Krieg ich morgen wieder Augenringe. Die habe ich schon. Gut. Also haben wir das Problem schon mal nicht bei dir, sondern nur noch für mich zu lösen. Also ich habe auch noch das Go vom Commander für eins noch. Ja, dann aber fix hier. Ein schnelles. Wir können uns aber mal mit den Stats beschäftigen, außer ihr habt die schon zu. Du kannst sie am Stream öffnen. Habe ich. Cool. Dann gucken wir mal. Beste Eco-Eistee, beste Militärscore, der Smooth. Zu erwarten. Forrest hat die meisten Einheiten gekillt. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber die beste KD, 50 zu 6. Ja gut, die Dorfbewohner, die werden sie ja nicht. Die Dorfbewohner ohne Loom. Also, es gibt doch Option 2 für den Alucard. Er könnte Inkas spielen und durch Zufall die Schmiede-Upgrades machen. Oder Spanier. Und dann ein Imp. Ja, genau. Obwohl das ist ja zu spät wahrscheinlich dann ein bisschen. Ja, ist halt Arena-Profi. Das kann sein, aber selbst da ist irgendwann der Loom mal da. Irgendwann gibt's da auch mal Loom, ja. Also. Oder? Naja, zu den Stats gibt's eigentlich nicht viel zu sagen, wenn wir mal ehrlich sind. Nee, also Technologie kannst du mal drauf gucken auch. Und, ja. Zetmo hat eine ganz solide Zeit gehabt und Minute 17 ist auch immer noch etwas spät. Also man kann auch da einen Trash spielen und ist immer noch Minute 17, Castle Age. Und ja. Schade. Weißt du, schade, dass Stein nicht so rausgenommen wurde. Zwei Mann nur in der Imperialzeit. Ja. Ja. Gut, aber das andere Team, da gab es halt nicht mehr viele. Ja. Aber es gab ja eigentlich auch keinen Anlass hier, diese wacky Kamelreiter-Strategie, Kamelbogenschützen. Ich glaube schon, dass die Idee dahingehend gegangen, Steini wohnt sich und hält und die Kamelbogenschützen traden ja richtig gut gegen Ritter. Ja, aber der war noch nicht mal so gewollt. Nee, waren beide nicht gewollt. War null gewollt, ja. Also die Steini Walls waren so ein bisschen kritisch, so würde ich sagen. Die waren quasi löchrige. Ja. Bisschen. Timeline können wir mal noch angucken. Da sehen wir, wann es bei Steini ungefähr bergab ging. Ja. Das war quasi. So. Ja, auch relativ spät Feudalzeit, ne? Ja. Warte mal, ich guck mal. Feudalzeit bei Steini. 11:52. Ja, ist wirklich ein bisschen late. Als Flanke. Ja. Also, wenn der Militia erst kommt, bist du auch gleich RIP. Zum Zeitpunkt.
Schade, dass er nicht Man at Arms gemacht hat, dass er ein bisschen smooth unter Druck. Also ich meine, er hätte das wahrscheinlich auch gut wegverteidigt, aber es ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber ich glaube, smooth unter Druck setzen ist, glaube ich, eine Schwachstelle von ihm und sollte man machen. Ah ja, okay. Gut zu wissen. Also ist aber jedem so, geht damit bei dir und bei ja, ihm ist es auch so. Also bei mir ist es auf jeden Fall so, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich fange auch an zu schwitzen und denke mir so, pff. Oh nein, Scout. Ne, Scouts nicht. Und manchmal habe ich auch so die Momente, wo ich denke, jetzt bin ich krass und dann einen Tag später ist alles vorbei. Ja, das kenne ich. Also. Aber meistens bei mir so, dass ein Tag krass ist und dann drei Tage, uiuiui. Also im 1 gegen 1. So. Ja, bei dir läuft die Sinuskurve halt anders. Ja. Die Täler sind tief und die Höhen, naja, könnten höher sein.